Das mal so als Einstieg, um ein bisschen warm zu werden. Ja, es ist ja WM-Jahr gerade. WM-Jahr ist angebrochen und finde ich sehr gut. Ja, ich bin auch Fußballfan. Ich bin ja Fan hier von FC Köln. Und Also, Fan vom FC Köln zu sein, das ist im Moment nicht so, dass die Leute denken, ach cool, können wir nicht tauschen. Eigentlich gar nicht. Aber ja, es ist ja WM-Jahr und im WM-Jahr sind wir natürlich alle für eine Mannschaft, für unsere Nationalmannschaft. Und ja, ich habe jetzt auch keine Karten gekriegt, aber ich denke, ich stelle mir immer vor, wenn sich die Nationalspieler unterhalten. Ich stelle mir jetzt gerne vor, wie sich zum Beispiel Kevin Gourani und Lukas Podolski unterhalten. Das reicht eigentlich schon. Ja, ich stelle mir immer vor, wie der Kevin Gourani sagt, wovon ich immer mal träume? Ich träume oft davon, dass ich eine Flanke schlage, ne? Dass ich eine Flanke schlage und dass ich die dann selber reinköpfe. Und Podolski sagt, ja, das habe ich früher öfter gemacht, aber seit ich hier bei Köln spiele, ne, da muss ich immer abspielen. Und ja, und dann Kurani sagt, echt. Ich kann auch Stimmen imitieren, ne? Ganz neu. Und ja, und dann sagt er, sagt der Podolski, weißt du, Pascorani, du bist echt beschränkt, ne? Und wenn ich das schon sage, ne? So, und dann. Und Corani sagt dann, ey, du bist voll fies, ne? Ey. Gleich beim Finale, ne? Kriegst du von mir keinen Ball, so. So, und dann sagt Podolski, weißt du, Corani, no, nächste Saison bei der Bayern, ne? Da verdiene ich 2 Milliarden Euro im Monat. Das ist mir scheißegal, ob ich von dir noch einen Ball kriege hier. Und jetzt gib mir mal das Nussblä. So, ja. Ja, und so geht das immer weiter dann, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, was die denken hier aus Dänemark. Naja, auf jeden Fall habe ich ein Lied geschrieben, auch über die WM. Und dieses Lied möchte ich jetzt hier auch präsentieren. Es ist ein modernes Lied, ein Fußballlied, eine Art WM-Lied. Ich sag einfach mal Ton ab, denn es ist ein modernes Lied. Ich werde mich zu dem Lied auch bewegen. Und ja, ich freue mich. Fußball-WM, Fußball-WM, endlich ist bald wieder Fußball-WM. Und dann noch hier im eigenen Land spielen wir die Gegner an die Wand. Von Hamburg bis München, Berlin bis zum Rheinland spielen wir sie zumindest an die Großbildleinwand. Wir haben ja leider kein Ticket bekommen. Ticket bekommen ist wie im Lotto gewonnen. Und jetzt feuer ich mein Land an und schreie doch bloß die Leinwand an. Das ist fast wie 54 so schön, weil wir wieder gemeinsam vom Bildschirm stehen. Beim Wunder von Bern sehen wir heute schon wieder fern. Ja, wir würden ja so gern für Deutschland schreien, doch wir kommen ja nicht ins Stadion rein. So ein Mist, so ein Mist. Wenn man kein so guter Lottospieler ist. Wenn die Deutschen verlieren, dann haben sie verloren. Wenn sie gewinnen, dann gewannen wir. Im weiten Rund sitzen fast nur Sponsoren auf unseren Plätzen und trinken unser Bier. Und die Stimmung im Stadion hält sich im Rahmen, weil die meisten die Karten geschenkt bekamen. Und ist die Stimmung eher schlecht, dann verlieren die Deutschen erst recht. Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz und wir alle danken höflich Kaiser Franz. Der Fußball verweist seine Fans des Feldes. Das ist die Logik des Geldes. So wie einst beim Wunder von Bern. Lala,
sehen wir heute auf jeden Fall. Ja, wir würden ja so gern für Deutschland schreien, aber wir kommen ja nicht ins Stadion rein. So ein Mist. So ein Mist. Wenn man keiner von den Großsponsoren ist. Oh yeah, oh come on baby. Oh, oh, oh yeah, come on. Oh, oh yeah. Es ist etwas schwierig seit Hartz IV, doch wir glauben an uns, denn der Papst sind wir. Und wir glauben an Cleans, weil alles klappt wie nie, was auch daran liegt. Alle heißen was mit I. Poldi und Schweini und Basti von Tasti. Cleansi und Olli, Waldi und Wonti. Wonti, Wonti, who the fuck is Wonti? Sodom und Gomorra mit Jörg von Torra. Reimen, reimen, immer mehr reimen. Ich bin der Reimi, ich reime euch ein. Bin der größte Reimer in diesem Land und ich reime euch jetzt um den Verstand. Rudi sagt zu Waldi, komm heizen wir zu Aldi und komm Weizenbier. Mit Waldi zu Aldi und Rudi ist gefeuert. Wer hat eigentlich gesagt, Fußball macht bescheuert? Scheiße, du kannst. So wie einst beim Wunder von Bern, sehen wir heute schon wieder fern. Ja, wir würden ja so gern für Deutschland schreien, doch wir kommen ja nicht ins Stadion rein. So ein Mist, so ein Mist. Wenn man auf die Glotze angewiesen ist, ja, angewiesen ist, ja, 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 angewiesen. Klinsmann, 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 Klinsmann. Mit Klinsmann hat eine neue Zeit begonnen, aber wenn wir nicht bis ins Finale kommen, das ist klar, das ist klar. Dann fliegt er für immer zurück in die USA. Dankeschön, das war's. Vielen Dank.